Timothy. Er war wie besessen davon, in diesen Turm von Hans und Jacques zu gelangen. Als er aufbrach, hatte ich schon Sorge, dass er das ganz allein versucht. Aber jetzt bist du ja da. Er hat dir wohl gesagt, dass ich vielleicht mit meinen feurigen Künsten helfe. Das ist richtig. Hilfst du uns bei dieser Jagd? Tja, vielleicht kann ich helfen. Aber nicht ohne meine Werkzeuge. Sie waren auf meinem Schiff und das ist weg. Das war Pretty Boy. Als Entschädigung dafür, dass Timothy nicht ausgeliefert wurde. Wenn du mein Werkzeug holst, bin ich mit Feuer und Flamme dabei. Erst musst du mein Schiff finden. Mein Schiff heißt La Femme Brûlée. Hoffentlich wurde es nicht zerstört. Schiff identifiziert. La Femme Brûlée befindet sich auf dem Abschleppplatz. Bitte dort melden, um Gebühr zu zahlen. Der Abschleppplatz? Merde. Na, wenigstens kann man es noch retten. Der Abschleppplatz ist ein gefährlicher Ort, Cherie. Aber was wären unsere Reisen, wenn wir immer nur dort blieben, wo es sicher ist? Mein Schiff ist auf dem Abschleppplatz. Dahin. Per U-Bahn geht's zum Abschleppplatz. Als Hinz und Jack noch gelebt hat, lockte dieses Casino Spieler aus der ganzen Galaxis an. Das Casino ist schon immer eine Falle gewesen, gestern wie heute. Wenn Jack alle Chips auf seiner Seite hatte, nahm das Casino einem das Schiff, bis die Schuld bezahlt war. Und man zahlt nie seine Schulden an Hinz und Jack ab. Frag ruhig Timothy, wenn du mir nicht glaubst. Jetzt poliert Pretty Boy das Casino vom Turm aus und schwingt das Messer der Schulden wie einst Jack. Ein Mann mit Schulden und Dinge, die er sonst für unmöglich gehalten hätte. Ich habe es schon gesehen, Cherie. War Teil von Jacks Vision. Hier gibt es nicht einen Quadratmeter, wo man nicht groß gewinnen könnte oder alles verlieren. Wenn ich Timothys Hand bekomme, räume ich hier auf. Ich denke da an Brunnen und vielleicht ein, zwei Statuen von meiner Wenigkeit. Hallo, Krösus. Willkommen im Kundenbetreuungszentrum. Um ein abgeschlepptes Schiff zu
erhalten, brauchst du Formular 34-B. Allerdings kann ich den Vorgang für eine symbolische Summe beschleunigen. Vermögenswert wird gescannt. Oh, der VIP-Status ist nicht ganz deine Liga. Mein Fehler. Bitte zum Kundenservice weitergehen und das erforderliche Formular mitnehmen. Na gut, ich hole das Formular, aber mir gefällt das nicht. Alle Butts im Casino dienen Pretty Boy. Ich bezweifle, dass sie dich mein Schiff holen lassen. Aber ich schätze, Feuer löst nicht alle Probleme. Vielleicht. Hallo, geschätzter Gast. Du brauchst 34-B, oder? Das gibt es gleich da drüben bei der Requirierung. Aber warum die Beine benutzen? Ich könnte das Formular für dich besorgen. Nur 5 Milliarden Dollar. Scanne Vermögenswert. Oh Gott. Es ist traurig, in welchem Zustand manche Leute leben müssen. Nun marsch, marsch mit den Beinchen zur Datenrequirierung. Da wird man dir weiterhelfen. Ich hoffe, du hast viel Spaß im Casino. Es heißt, du brauchst Formular 34-B. Hier ist es. Das ist Version 2.4 von Formular 34-B. Es wird aber nur Version 2.6 akzeptiert. Siehst du, es zahlt sich aus, VIP zu sein. Ich werde echt wütend. Okay. Du musst nochmal zur Datenrequirierung und dir die neue Version 2.6 des Formulars 34-B besorgen. Es gibt einen Grund dafür, warum das Haus immer gewinnt. Wenn man nach den Regeln spielt, bekommt man nie, was man will. Hier ist dein Formular. Du kannst es beim Kundendienst abgeben. Und übrigens, wir nehmen Trinkgeld an. Hust, hust. Das Trinkgeld kannst du dir abschminken. Unfassbar. Formular akzeptiert. Stellen. Wie gesagt, machen die Regeln Probleme, musst du sie umgehen. Da scheint jemand seine Nummer nicht zu benutzen. Los, nimm sie an dich. Das war scheinbar eine Falle. Mach dein Ding, Kammerjäger. Thank you.
Position von La Femme Brûlée registriert. Oh, was für ein Spaß. Einen Moment, gleich weiß ich, wo sie versteckt wird. Gefunden. Aber bevor ich dir verrate, wo sie ist, setze ich die Ablösegebühr für das Schiff auf 500 Milliarden Dollar. Oh, das ist nicht gut. Scheint kaputt zu sein. Komm morgen wieder. Natürlich könnte ich die Zahlung beschleunigen, wenn du den VIP-Status buchst. Ich muss irgendwas zerstören. Ich hab genug von diesem Scheiß. Lauf an der Sicherheit vorbei zu meinem Schiff. Alle verfügbaren Sicherheitskräfte bitte sofort zum Kundendienst. Gut gemacht. Jetzt finde mein Schiff, mein Jäger. Ich hoffe, mein Werkzeug ist noch da. Ich werde lieber davon ausgehen, dass alles genau
genauso scheiße ist wie sonst. Super scheiße. Der Abschleppplatz wartet. Aber sei vorsichtig. Die Boy hat dich im Auge. Und zwar immer. No.
tote Bots. Ah, Pretty Boy wird das gar nicht gefallen. Was geht? Kein Problem, ich repariere sie und programmiere sie um. Aber was hast du dir dabei gedacht? Ich weiß, sie wollten dich töten und so, aber dazu sind sie ja auch gemacht. Man kann es ihnen nicht verübeln. Was hast du hier überhaupt zu suchen? Ich brauche was von dem Chef. Und deine Kleidung ist irritierend. Ja, sie sind toll, oder? Was das Schiff betrifft, Pretty Boy setzt sie alle fest und nutzt sie als Druckmittel. Aber weil ich so großartig bin, könnte ich mich reinhacken und dein Schiff befreien. Wenn du mir hilfst. Kennst du die Backbordschläger? Das ist eine Gang. Super gefährlich. Sie haben einen meiner Loader-Kumpel entführt. Befrei ihn, dann bring dich Freddy, das bin ich, in das Schiff. Übrigens, dass du mich nicht angeschrien oder zu töten versucht oder geschüttelt hast. Kommt selten vor. Du bist neu hier, also schätze ich, du hast nicht gesehen, wie übel es war. Ich meine, die Abriegelung. Jack ist tot, die Lichter gehen aus, totales Chaos, die Leute flippen aus und zerreißen sich bei der Flucht. Aber meine Loader-Kumpel haben mir geholfen zu überleben. 7 Jahre. Lange Zeit. Ich bin froh, dass ich die Bots zum Reden hatte. Sonst wäre ich jetzt wahnsinnig. Bots sind viel besser als Leute. Trau nie einem Menschen. Menschen sind Müll. Aber Bots sind loyal. Weil ich sie programmiere. Und wenn sie mal ramponiert werden, repariert Freddy sie.
Ich habe persönliche Upgrades durchgeführt und die sind scharf auf meine Technologie. Wertschätzung folgt. Danke. Sehr gut. Und jetzt komm zurück. Los, nur zu. Aktiviere deine Sprungdüsen und fliege die... Ah, stimmt ja. Du hast gar keine. Moment, Freddy macht das. Boom, Freddy! Kumpel, was haben Sie dir angetan? Misshandelt, missachtet, traurig. Freddy kann das reparieren. So, wie ist das? Siehst du, so sind die Bots. Wenn sie ramponiert werden, programmiert man sie einfach neu.
Mit Leuten geht das nicht. Noch nicht. Aber ich arbeite dran. Mach ich Witze? Mach der Witze? Aber du. Du bist nicht so schlecht. Du bist cool. Und glaub mir, Freddy weiß, was cool ist. Denn Freddy ist auch cool. Wie versprochen, Freddy bricht nie ein Versprechen. Außer es muss sein. Aber normalerweise nicht. Mein Werkzeug, schnapp es dir bitte. Sehr gute Arbeit, Kammerjäger. Wir sehen uns dann bei Timothys Versteck. Hey, du, nur ganz kurz. Es geht mich ja nichts an, aber ich habe gehört, dass ein Kammerjäger in Pretty Boys Turm einbrechen will. Ich weiß da so ein paar Sachen über das Casino. Geheimnisse. Und ich programmiere Bots, was toll ist. Freddy ist also dabei. Oh, sorry, das war zu schnell. Darf Freddy dabei sein? Jede Menge Hyperion Security. Ein Typ wie er könnte nützlich sein. Ich erlaube es. Bienvenue, bunter Pfauenmann. Ja, klar, willkommen bei der Crew, wer immer du auch eigentlich bist. Alles klar, Freddy hat eine Crew. Komm wieder zurück zu mir. Wir müssen noch ein Crewmitglied finden, bevor wir die Sache mit dem Turm durchziehen können.